Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ehren, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz, und heute begrüße ich dich aus Wien, aus dem Wifi. Bin mal wieder unterwegs auf Kurs. Warum ich dieses tolle Bösewicht-T-Shirt anhabe, da mache ich gleich die elegante Überleitung zum heutigen Thema. Es geht heute ums Bösewerden, Erbosen, zum Bösen oder zur Bösen werden. Im Wort erbosen heißt ja schon, man wird böse. Das heißt, man wird eigentlich zur Bösewichtin, zum Bösewicht. Da möchte ich heute mal zwei Punkte aus der energetischen Sicht beleuchten. Erstens einmal das Böse werden, das Erbosen, also zornig werden. Und das Zweite ist dann, wo einem dann Kraft, Wut und Zorn auch im therapeutischen Kontext weiterhelfen kann. Das Erste, zornig werden, kennst du vielleicht, wenn du irgendwo im Stau stehst, wenn es bei der Supermarktkasse nicht weitergeht, wenn du dich über eine Person einfach ärgerst, dann erbost du und wirst quasi zum Bösewicht aus der Sicht der anderen Person natürlich. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie kann denn so etwas passieren? Und dieser Ärger kommt nur dann hoch, wenn du nicht ganz bei dir bist. Das kannst du selber beobachten. Wenn du selber dich ärgerst über den Verkehr, dann hast du vielleicht Stress, weil du schon woanders sein möchtest. Oder auch bei der Supermarktkasse. Du möchtest eigentlich schon das nächste erledigen, was auf deiner Agenda steht. Und dadurch entsteht so quasi dieser Druck, diese Verzögerung. Du bist außerhalb deiner Mitte und deshalb bist du leichter reizbar. Was kann man dagegen tun? Ist einfach, wenn man merkt, Ärger kommt hoch, da ist jetzt nicht der langsame Kassierer schuld oder der Idiot, der deine Fahrspur da jetzt blockiert oder die Verkehrsplanung deiner Stadt, sondern es geht darum zu sagen, ich bleibe jetzt mal bei mir, es geht sich für mich alles aus und ich hole mich einmal selber ziemlich wieder zu mir zurück. Und dann wirst du auch merken, wird dieser Zorn vergehen, wird dieser Stress vergehen, werden auch so wird deine Erregtheit einfach runtergehen. Das ist die eine Möglichkeit. Die kannst du auch ganz gut deeskalieren, indem du dir sagst, bin ich wirklich so ein chronischer Giftzwerg, bin ich wirklich so böse, bin ich wirklich der Bösewicht in den Geschichten, bin ich wirklich Skeletor bei den Masters of the Universe, Darth Vader bei Star Wars, bin ich immer der oder die Böse oder möchte ich eigentlich woanders sein? Und im Wesen, denke ich, sind wir nicht böse, sind wir eigentlich gut, sind wir immer in der Lage, uns zu erhöhen und klarer und bewusster zu werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, die zweite Seite der Medaille, ist diese kontrollierte Wut, ist die kontrollierte Kraft. Und das erlebe ich dann oft mal bei Klienten, die in der Kindheit ein Trauma erlebt haben, Gewalt erlebt haben, auf irgendeine Art und Weise, dass die dann oft glauben, wenn man klare Grenzen setzt, wenn man Nein sagt zum Beispiel, ist das eine Form von Aggression und man tritt dem anderen zu nahe. Und da kann man in einem therapeutischen Kontext diese Wut ein bisschen anfachen durch verschiedene Techniken, dass da mal so ein Leidensdruck rausgeht, dass da mal wer in die Kraft kommt, wo die Kraft unterdrückt ist. Und in diesem Kontext ist dann die Wut auch nur ein Türöffner. Man läuft dann nicht permanent wütend herum und ärgert sich über, keine Ahnung, den Großvater oder sonst irgendjemanden, sondern das ist ein klarer Bruch, dann fließt die Energie und es wird wieder leichter. Das ist eine andere Form von Kraft, von Power. Nun ja, wir haben also diese zwei Formen. Erstens einmal, man ist außer sich, weil man schon irgendein Ziel setzt. Das andere ist einfach, man ist in sich gefangen. Und bei beiden gibt es unterschiedliche Wege, das zu lösen. Wichtig ist einfach, mach dir bewusst, wer du sein willst. Willst du die Böse oder der Böse sein? Willst du dich permanent ärgern? Oder willst du zufrieden, glücklich und in einer höheren Frequenz sein? Also du siehst, da gibt es schon nicht nur eine Seite. Aber was ich mir wirklich wünsche, ist, nimm dir mit, dass du nicht zur Bösen oder zum Bösen wirst.
Und wenn du es wirst, wenn Ärger hochkommt, wenn du dich erbost, dass du dich schnell wieder deeskalierst. Denn das Letzte, was wir meiner Meinung nach brauchen können, ist jetzt noch mehr Streit und noch mehr Gerangel hier auf der Welt. Ja, das wär's für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich habe übrigens die neuen Kurse, Ausbildungen sind jetzt alle auf meiner Homepage unter www.rni.com. Es startet auch dann im September eine neue Jahresausbildung, falls dich das interessiert. Und ja, ich freue mich natürlich wie immer auf einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles Gute, einen schönen Tag, dein Oliver Erreni. Tschüss.